Beim Namen Alfter bei Bonn denken die meisten an Spargelweber und an das schöne Schloss. Eigentlich zwei recht unterschiedliche Attraktionen und dennoch verbindet diese beiden eine merkwürdige Geschichte mit dem Namen Donnerstaggesellschaft. Wie das nun alles zusammenhängt, konnten die Besucher am 22.06.2019 erfahren. Da wurde nämlich im Alfterer Schloss die Kunstausstellung Donnerstaggesellschaft 2.0 eröffnet. Angefangen hatte alles 1947. Damals trafen sich in Alfter immer donnerstags ein paar Künstler, um sich nach den Einschränkungen in der Nazizeit nun den neuen Richtungen der Kunst zu widmen. Und einer der Mitbegründer dieses Kreises war Hubert Berke, dessen Werke zusammen mit denen seiner Tochter Eva Olo hier im Schloss zu sehen sind. Es hatten sich über 200 Kunstliebhaber eingefunden und die konnten in vielfacher Hinsicht eine wahrhaft beeindruckende und durchweg gelungene Veranstaltung miterleben, wobei auch noch das Wetter richtig mitspielte. Guter gastronomischer Service, interessante Musik und natürlich die Location selber waren der perfekte Rahmen für die Eröffnung dieser eindrucksvollen Ausstellung, die in vielen Räumlichkeiten über zwei Etagen hinweg zu besichtigen war. Wo vorher nur weiße Wände waren, hatten Eva Olo und ihre Brüder Hubert und Michael Berke die vielen Werke mit viel Feingefühl liebevoll platziert. Dr. Bärbel Steinkämper vom Förderverein Haus der Alfterer Geschichte sprach die einleitenden Worte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir freuen uns über das Interesse, auf das unsere Veranstaltung gestoßen ist oder unsere Idee auch damals gestoßen ist und die viele Unterstützung, die wir im Vorfeld dieses heutigen Abends erfahren haben. Seien Sie alle herzlich willkommen. Ein ganz besonderer Gruß gilt natürlich an Eva Olof und die Familien Berke, ohne die das Ereignis heute Abend gar nicht zustande gekommen wäre. Wir freuen uns, dass wir dieses Projekt gemeinsam stemmen konnten und über Ihr Interesse am heutigen Abend. Vize-Landrätin Michaela Balanski und Bürgermeister Rolf Schumacher wiesen auf die Bedeutung dieser Veranstaltung für den Rhein-Sieg-Kreis bzw. für die Gemeinde Alfter hin. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sehen, wie wichtig die Impulse für die gesamte Region, aber auch für das Rheinland waren und wie sehr sie das heute mitgeprägt haben. Umso mehr freue ich mich, dass sich tatkräftige Frauen und Männer gefunden haben, die an diese Geschichte anknüpfen und diese Vernissage heute hier organisiert haben. Ich wünsche dieser Initiative noch wirklich viele gute Jahre, weil das lenkt unseren Blick über die Dinge hinaus, die uns als Menschen und als Gesellschaft nicht nur als Funktionierende verstehen, sondern als Menschen, die nicht so sehr über Facebook, sondern face-to-face sich begegnen und diese Gesellschaft mitgestalten. Und deswegen mein allergrößter Respekt für das, was hier geleistet wird. Ich freue mich sehr auf den Abend. Für den musikalischen Rahmen sorgte das Pianistenduo Kim Wüst und Wilhelm Kemper. Wie es zu dieser Ausstellung kam, verriet die Alfterer Fotografin Alexandra Runge, die übrigens auch den Abend moderierte. Wir haben die liebe Eva Olo kennengelernt. Es kam auf Alfter, sie erzählte, sie habe ihre Kindheit hier verbracht. Ja, okay.
Sie erzählte vom Schloss, klar, das kennt man, und erzählte, sie hat als Kind mit den Fürstentöchtern gespielt. Und so langsam wurden die Ohren größer. Und dann, wir waren ja auf einer Vernissage, und dann erzählte sie, ja, und der Vater hat so irgendwie mit dem Fürsten und irgendwie, dann habe ich einfach nur gesagt, Donnerstaggesellschaft, wupp. Und das war das Zauberwort. Und sie sagte, ich bin die Tochter von Hubert Berke. Es war so zwischendurch mal, habe ich von Alexandra gehört, sie kann nicht mehr schlafen vor Schreck, dass das vielleicht doch alles in die Hose geht. Aber wie Sie sehen, ist nichts in die Hose gegangen, sondern ist eben wirklich eine außergewöhnliche Ausstellung geworden. Ja, und mit Roswitha Weber schließt sich der Kreis, denn sie erzählte als Zeitzeugin, wie die in Köln ausgebombte Familie Berke bei Spargel Weber in Alfter untergebracht wurde. Im Hof von Spargel Weber über den Stall zogen Berkes erst in ein Zimmer, das muss man sich mal vorstellen. Das Ehepaar Berke, die kleine Eva, die beiden Michael waren noch nicht geboren. Sie zogen über den Stall und erst wenige, ich glaube ein Jahr später, wurde eine Küche und ein Bad ausgebaut. Und dann kam noch Franz Söller, der lebte in einem ehemaligen Pferdestall. Ja? Und in dem Wohnzimmer von Webers, da trafen sich die Künstler Berke, Fassbender und Trier. Und auf diesen Treffen entstand die Idee der Gründung der Donnerstaggesellschaft. Im Januar 1947 fand im Wohnzimmer der Familie Weber ein Vortrag statt, Trost aus Bildern, zu dem auch der Fürst eingeladen wurde. Und der Fürst von der Idee und der Gründung der Donnerstaggesellschaft begeistert war, zog man in das Schloss des Fürsten um, da wo wir jetzt hier sitzen, stehen. Gabriele Oelsburg, Rektorin des Rheinischen Landesmuseums Bonn, gab dann eine sachkundige Einführung in Werk und Wirken von Vater Berke und Tochter Olo. Berke war eine sehr besondere Persönlichkeit. Sie werden hier Arbeiten sehen, wo er auch Objekte gestaltet hat. Wir hatten damals 2008 in unserer 100-jährigen Retrospektive auch viele von diesen Objekten und wir haben sie alle geliebt, weil wir sie gar nicht gekannt haben und weil wir ganz begeistert davon waren, wie inspirierend, wie kreativ, wie witzig, wie lustig und immer wieder auch neu diese Arbeiten waren. Heute zu sehen, kombiniert mit den Werken seiner Tochter, ist was ganz Besonderes. Und was Eva Olo auch auf ihren vielen Reisen, die sie quasi im Geiste ihres Vaters und natürlich in ihrem eigenen Geist gestaltet und unternommen hat, was für sie wichtig war, war das Eintauchen in andere Kulturen. Eines ihrer, ich sag mal, oder für mich eines ihrer schönsten Aussagen ist eigentlich, dass sie sich immer noch wünscht, bevor sie vielleicht irgendwann mal in 20, 30 Jahren nicht mehr da ist, dass es noch möglich ist, dass irgendein Astronom am Weltenhimmel einen Planeten ausmacht, auf dem sicher ist, dass es da auch noch Leben gibt. Und diese, ich sag mal, Perspektive einer Welt, die nicht auf unsere Erde beschränkt ist, sondern eine geistige Welt, die ins Universum dringt, die ist von Alfter aus gestartet, die wird von Eva Olo in ihrer Arbeit gelebt und ich glaube, die macht einfach bis heute unendlich viel Spaß. Und deshalb glaube ich, Eva Olo, dass ihr Vater mit dieser Ausstellung und dieser Konstellation und diesem Blick in die Zukunft, ins Weltall hinaus, nicht nur sehr einverstanden, sondern auch sehr glücklich gewesen wäre. Und was den Blick in die Zukunft betrifft, habe ich nachfragen lassen in Castel Gandolfo, da sitzen die Astrophysiker des Vatikan, ob sie daran glauben, dass es Leben auf anderen Planeten gibt. Und sie haben mir eine Antwort gegeben, und zwar, dass bei den Milliarden Möglichkeiten im Universum
doch die Möglichkeit besteht, dass es Leben auf anderen Planeten gibt. Man wüsste allerdings nicht, ob die imstande der Unschuld wären oder ob die noch erlöst werden müssen. Nach dem Kunstgenuss war Happy Hour angesagt. Bei Wein, Bier und Alkoholfreiem ging es dann im Hof mit Musik und guter Stimmung weiter. Die Ausstellung ist noch bis zum 14. Juli 2019 im Schloss zu besichtigen.